Herzliche Grüße an alle Zuschauer, die eingeschaltet haben. Heute beginnt die MotoGP-Weltmeisterschaft, das Rennwochenende auf dem Asphalt des Ricardo Tormo in Valencia. Ich habe euch Änderungen angekündigt und schaut unten rechts auf Schwierigkeit. Da steht jetzt die 120 und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zum Grande Finale hier unserer Moto2-Karriere in MotoGP 18 und das Qualifying war schon extrem hart für mich. Ihr werdet es gleich sehen, aber von welcher Position wir aus in das Rennen gehen und von welcher Position aus der liebe Francesco das Rennen beschreiten wird. Es wird ein Spektakel werden. 3 Punkte ist nur der Unterschied. Das heißt, wir können es aus eigener Kraft schaffen oder wir können natürlich auch auf einen Fehler von Francesco hoffen. Zum Beispiel ein Sturz mitten in der Menge. Ich sag mal so, erster Sektor, der liegt mir ein bisschen besser. Der zweite Sektor, gerade diese Kurve, wo wir uns befinden, da hole ich richtig viel Zeit raus. Dafür verliere ich allerdings im dritten und vor allen Dingen verliere ich am meisten im Schlusssektor. Der Schlusssektor ist ja mein Knackpunkt. Ich bin hier Runde um Runde gefahren, im Training, im Qualifying, um das Maximum zu holen. Ich bin auch die Reifenkombination schon gefahren, die ich nachher im Rennen fahren werde. Hier haben wir noch 2 Zehntel aktuell Vorsprung auf unserer momentan aktuelle beste Runde. Momentan ist es eine 1:32.865. Die letzte Kurve, da kann man auch so viel liegen lassen oder so viel gewinnen. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein gutes Saisonfinale hier in unserer Moto2-Karriere. Beim letzten Rennen der Saison haben wir es geschafft, auf die Pole Position zu fahren mit einer 1:32.8. Die Konkurrenz ist nicht unter einer 1:33 gekommen. Das Finale ist angerichtet gegen Francesco, der auf Position 3 aus das Rennen beginnen wird. Wir fahren hier. Ich betone es jetzt ganz besonders auf der höchsten KI-Schwierigkeitsgradstufe, nämlich die 120. Und das bedeutet hier Extreme. In der Fahrzeugentwicklung habe ich nichts mehr vorangetrieben. Es wird hoffentlich ein packendes, spannendes Finale. Und dann geht es auf in die letzte Saison. Hoffentlich dann in die MotoGP. Mal schauen, bei welchem Team. Aber das beantworten wir erst, nachdem wir den Titel eingefahren haben in der Moto2 oder nicht. Ich wünsche euch viel Spaß und vor allen Dingen gute Rennunterhaltung. Alle Fahrer stehen in der Startaufstellung. In wenigen Augenblicken wird die Ampel hier am Ricardo Tormo in Valencia das Signal zum Start geben. Das wird lustig werden. Schaffe ich es, die Pace umzusetzen in diesen paar Runden, und zwar in 8 Runden, Oliveira auf der 2. Wir kommen gut weg und Francesco, der möchte, glaube ich, schon in Kurve 1 den Stich setzen. Aber das gelingt ihm nicht. Wir bleiben vorne nach Kurve 1. Das habe ich schon mal souverän geschafft. Oh, ist viel zu spät gebremst in Kurve 2 und dann ist Francesco vorbei. Aber nicht lange, Fragezeichen. Oh, ich habe das Gefühl, der Vorderreifen ist nicht warm. Das Duell hat schon begonnen. Wir sind wieder vorbei. Was? Das war ein faires Manöver. Absolut fair. Innen rein. Millimeterentscheidung. Aber vorbei ist vorbei. Mache ich Francesco komplett dicht. Oh, ganz schlecht. Bin die Kurve immer anders gefahren. Im Qualifying und im Training. Noch vorne. Aber es sind 8 Runden. Es geht schon in die erste Runde. Richtig geil zur Sache. Bis jetzt nichts Unfaires dabei. Aber es ist der Fight. Es ist der WM-Fight. Wir müssen das Ding nach Hause bringen.
komm, komm rum, komm rum. Ja, ja, ja. Oh Gott, da war er schon hinten dran. Ich bin gespannt, wie lang der Reifen hält. Ich guck da heute mal nicht drauf. Weil ich bin im Training auch ein paar Runden mehr gefahren. Leichtes Untersteuern. Ich bin ein bisschen mehr Runden gefahren im Training. Oh, da ist er dran. Oh, da ist er dran. Da muss ich den weiten Weg gehen. Genauso wie hier. Es verhält sich ein bisschen anders als im Training und im Qualifying. Also, Francesco ist der Schnellste. Es war nur 33,9, 33,3. Das müsste ich fahren können. Oh, der verzögert auch ein bisschen schlechter. Der verzögert, der wird so gut. Oh, das hätte so ein Sturz sein können. Ja, komm! Oh, untersteuern! Und das war jetzt richtig untersteuern. Das geht mit dem Softreifen da doch ein bisschen einfacher. Oder habe ich gelernt, dass ich da kein Gas gebe? Aber Francesco fährt jetzt leicht weg. Ich merke im Rennen merke ich den Reifenverschleiß vorne. Im Training nicht. Das ist ganz komisch. 1,3 Sekunden. Das ist schon viel. Das ist viel. Ja. Also ich merk's. Also im Sinne von der Unter... Ja, hier unterschreibt er auch ganz leicht. Also mehr als so, als im Training oder im Qualifying. Schnell rein, viel zu schnell. Ich muss mich schon nach hinten orientieren. Anstatt nach vorne. Francesco 1,7. Der fährt 33,5 fährt der.
Kleine Unterschiede, die eine große Wirkung haben. Also dahin habe ich wieder ein bisschen mehr Luft. 33,6, 1,7. Nichts, nichts. Das reicht nicht. Da habe ich mich so eingependelt. Auch mit dem Reifenverschleiß. Es kam auf einmal überraschend. Obwohl ich es eigentlich wissen müsste. Aber es kam für mich dann doch überraschend. Ja, wegfahren tut der mir jetzt nicht groß. Man sieht es ja auch, die hinter mir, die halte ich hinter mir. Was ohne große Zweikämpfe. Im Nachhinein würde ich den zweiten Gang noch ein bisschen länger machen. Ja, der Vorsprung bleibt gleich. 1,7. Ja, 1,7 bleibt gleich. 33,9. Die wird auch langsamer. Zwei Runden noch. Ein bisschen besser, come on! Ich muss eigentlich schon auf einen Fehler hoffen, aber der wird nicht passieren. Eher passiert da bei mir, die letzte Kurve. Da war auch nochmal ein kleiner Fehler drin. Ah, die Pace wäre da. Ja, die Pace wäre da. 1,5 ist fast sogar schneller. 2 Zehntel circa schneller gefahren. Gut, ärgern tue ich mich darüber jetzt nicht. Wenn es jetzt Platz 2 wird am Ende. Dafür war es ein guter Fight am Anfang. Gerade die erste Runde. Gerade die. Hat's gezeigt. Was hat auch richtig Bock gemacht. Ihn auch noch zu jagen, das auch, weil ich merke das gerade, wenn das Rennen ein bisschen länger gehen würde. Oh. Ja, die Verwarnung nehme ich an.
Ja, ein bisschen länger. 1,5, gut, jetzt verliere ich wieder Zeit. Also ja, Pace war gleich. Gleich gut. Am Ende, ja, wie gesagt, die Feinheiten. Aber 120 wäre absolut richtig, ja. Absolut richtig. Absolut richtig. Glückwunsch an Francesco zum WM-Titel. Wir werden guter Zweiter. Auch in der Fahrer-WM. Von dem her, ich nehme das Positive mit. Ich nehme das Positive mit und nicht das Negative. Weil das Negative ist, dass wir den WM-Titel nicht gewonnen haben. Das Positive ist, ich habe mich gesteigert. Das nehme ich mit. 33,6, 33,3. Das wäre drin gewesen. 33,3 wäre drin gewesen, ja. Diese Anfangsschwäche, sag ich mal so, die Anfangsschwäche, die ist das Problem. Diese ersten 2-3 Runden. Immer und immer wieder. Am Ende fehlen 8 Punkte auf den lieben Francesco. Glückwunsch ja, wie gesagt, dazu. Baldassari geschlagen, Marquez geschlagen, also verdeutlich sogar noch 47 Punkte. Gut, die letzten Rennen haben da den entscheidenden Unterschied gemacht. Wir steigern im Ruf. Wir haben die Meisterschaftsvorgabe erreicht. Qualifying-Vorgabe, Ziel erfüllt. Teamkollegen geschlagen. Alles erfüllt. Und deswegen kann man darüber auch zufrieden sein. Obwohl er heute nicht gewinnen konnte, war das eine großartige Darbietung. Der Applaus von Team und Fans ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich habe Angebote von anderen Teams erhalten. Wir schauen uns die Angebote mal an. Und da geht es dann auch schon los in der MotoGP. Da könnten wir fast überall hin. Oh, wir könnten sogar mit Morbidello Lüthi ein Team machen. Genau, okay, das sind die Angebote, die ich habe. Aprilia, KTM, Eckmark Team. Aber was nehme ich jetzt? Ich könnte doch in die Moto2 gehen. Ja, könnte ich auch, aber... Wir wollten in die MotoGP. Okay, wollen wir mal kurz schauen. Grundvertrauen. Bei Aprilia wäre schon mal relativ gut. 15. verlangen die von uns. Oh, bei Morbidelli und Lüthi, da wäre die Anforderung schon höher. Da wollen sie, dass ich 10. werde. Okay, interessant. Bei Bautista und Abraham auch 15. Hito Rabat, 10. Okay. Aber mit Morbidelli und Lüthi wäre schon ein interessantes Team. Vor allem die Farbe würde auch passen wieder. KTM hätte auch was. Hier wäre das Grundvertrauen schlechter. Komm, mit einem Schweizer im Team. Ich habe ja auch Schweizer Zuschauer. Das würde passen. Das würde passen. Komm, da unterschreiben wir direkt. Ja, wir unterschreiben dort. Und damit sind wir endlich dort angekommen, wo ich hin wollte. Mit Morbidelli und Lüthi als Teamkollegen. Die E-Mails. 10. Platz sicherlich ihren Reichweite. Okay. Werden wir sehen. Wir gucken mal kurz hier in die Fahrzeugentwicklung. Motor, Bremsen, Federung. Oh, da können wir aber richtig investieren. Okay. Da könnten wir dann richtig investieren. Auf jeden Fall geht's weiter. Das auf jeden Fall. Ich freue mich richtig drauf. Ich bin mal gespannt, wie das erste Rennwochenende dann wird in Katar. Ich hoffe, ihr seid oder freut euch auch über diese Entscheidung mit Morbidelli und Lüthi als Teamkollegen. Wir mischen quasi auf. Ja, wir machen genau das, was die beiden in echt auch gemacht haben. Sind beide aufgestiegen. Wir gehen in genau das gleiche Team. Perfekt, würde ich sagen. Das können nur gute Vorzeichen sein. Wie dem auch sei, das war's für heute. Und das heißt, jetzt kommen noch 19 Parts und dann ist dieses Projekt leider schon vorbei. Aber wir nehmen das Positive mit. Moto2 nicht gewonnen, aber ein starker zweiter Platz auf 120. Auf 120er KI zum Schluss. Das ist das Positive, was ich mitnehme für die MotoGP. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch mit dabei, wenn wir in die dritte Saison gehen unserer MotoGP 18er Karriere. Macht's gut, haut rein und tschüss.